Möglich war, auf dem Weg nach Göttingen zur Uni hier bei uns in Holzminden noch mal vorbeizukommen. Und was kann besser geeignet sein als die berufsbildenden Schulen? Diese berufsbildenden Schulen sind etwas ganz Besonderes für uns, weil wir brauchen nichts dringender als Nachwuchs im Handwerk. Und wir haben hier quasi so einen Verknüpfungspunkt mit diesen Berufsschulen, weil auch unsere Oberschulen und Realschulen schon mit dieser Schule kooperieren, die Schüler schon mal in Berufe hineinschnuppern können und Berufsorientierung bekommen. Deswegen ist das hier für uns ein Kleinod, was wir haben und für unsere Entwicklung in der Zukunft besonders wichtig. Wir wollen also unsere Schulen in der Fläche erhalten und hier kriegen die gerade Orientierung auch schon für den Beruf hin. Was wir von den Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf als erstes gehört haben hier, das war, dass man die Schließung der Förderschulen sofort beenden wollte. Das war das Erste, was auf Facebook kam. Und haargenauso wollen wir das in Niedersachsen hier auch machen, meine Damen und Herren. Hier im Kreis Holzminden brauchen wir mindestens eine Förderschule lernen, auch in Zukunft. Das wollen die Eltern so, das wollen die Lehrer so und die Schüler brauchen das. Die Schüler, für die Inklusion passt, für die ist das gut, aber es gibt Schüler, die brauchen diesen Schutzraum. Wir wollen es genauso machen wie ihr in Nordrhein-Westfalen. Das ganz kurz. Wir brauchen vor allen Dingen modernste Technologie für den fortschrittlichsten, innovativsten Berufsbereich an sich. Ich rede von der Landwirtschaft, ist klar. Wir brauchen Digitalisierung. Wir brauchen Digitalisierung auf dem Lande mehr als irgendwo anders, damit wir nicht weiter zurückfahren. Wir wollen gleichwertige Lebensbedingungen im ländlichen Raum und dafür brauchen wir diese Anknüpfung. Das war jetzt kein Scherz, wir brauchen das wirklich auf dem Acker für, wir können schon Einzelpflanzenerkennung machen und Pflanzenschutzmittel so anwenden, dass wir dann 80-90% Einsparung machen können. Das ist Ökologie und Ökonomie in einem. Aber wir haben natürlich die Vertreter der Wirtschaft hier zahlreich da. Das war nun mal ein persönliches Hobby, ist klar. Aber die Betriebe, unsere Handwerksbetriebe, die Industriebetriebe brauchen das dringender nicht. Denn je und meine Damen und Herren, es gehört heute für jeden im Privatbereich dazu, dass man diesen Service hat, dass man diese digitale Anwendung hat. Also, lieber Christian Lindner, das für unseren ländlichen Raum auch ganz besonders. Jetzt erzählen wir immer gerne, was wir dringend alles brauchen und wie vielleicht benachteiligt wir sind. Jetzt will ich mal einen anderen Punkt bringen. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Es gibt eine Erhebung, was das Geld denn so wert ist. Und da gibt es eine Hochrechnung, wie, was ich von meiner Rente im Jahr 2040 habe. Und das sind 1000 Euro in München 767 Euro wert. In Düsseldorf 912 und einsame Spitzenreiter deutschlandweit, Kreis Holzminden mit 1300, meine Damen und Herren. Das haben wir gesagt. Das haben wir gesagt. Wenn das bei euch vorangeht, dann ändert sich das aber. Das sage ich gerne, gerne. Wir wollen wieder aufholen im wirtschaftlichen Bereich und dann darf es gerne hier auch wieder etwas mehr kosten. Aber das ist ein Riesenvorteil, mit dem wir buchen können. Meine Damen und Herren, ein Punkt muss ich mit Christian Lindner auch besprechen, ganz kurz. Es gibt eine Bundesumweltministerin. Die bringt ihre politischen Forderungen neuerdings in Gedichten vor. Das macht auch hohe Dichtkunst sein und literarisch sehr wertvoll. Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Stall wohl zu klein. Keine Ahnung, sowas hat eine Bundesministerin. Meine Damen und Herren, die Dame ist einige Monate vorher ereilt worden von der Erkenntnis, dass man die Nutztierhaltung in Deutschland halbieren müsse, aus Umweltgründen. Der Nutztierbereich in Deutschland ist ein Volumen von 80 Milliarden Euro. Ich hoffe mal, die Dame wusste nicht, worüber sie redet. Weil wer ein solches essentielles Standbein im ländlichen Raum wegkloppt, ohne irgendein Konzept zu haben, der lässt die ländlichen Räume völlig zurückfallen hinter städtischen Regionen. Das ist völlig undurchdacht, das ist völlig akbar. Auf der einen Seite, sachlich-fachlich gesehen, auf der anderen Seite dieses Bauernbashing, was ständig stattfindet, was nicht nur mit Ökonomie zu tun hat, sondern was tief in die Familien reingeht, was die Frauen genauso betrifft
wie die Kinder und Enkelkinder, die im Kindergarten damit konfrontiert werden. Und in diesem Zusammenhang haben mehrere Berufskollegen mir in jüngster Zeit gesagt, mein lieber Hermann, es gibt in Deutschland genau einen Vorsitzenden einer politischen Partei, einen Bundesvorsitzenden einer Partei, der uns in klaren, krassen, deutlichen Worten verteidigt hat und gegen diese Art von Angriffen in Schutz genommen hat. Und das ist Christian Lindner. Dafür von mir persönlich ganz herzlichen Dank und von vielen Menschen in diesem Lande. Und jetzt haben wir das Wort. Lieber Hermann Kuhl, meine Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Dieser Tage für mich nicht selbstverständlich, so freundlich begrüßt zu werden. Bochum, gucken wir gleich Göttingen sein wird. Ich bin gern der Einladung gefolgt. Ich habe jetzt gelernt, ich werde nicht zum letzten Mal hier sein, sondern vielleicht meinen Ruhestand sogar hier verbringen. Man sieht, wie großartig die wirtschaftlichen Perspektiven sind. Nein, Scherz beiseite, ich bin gerne gekommen. Wir hatten schon Anfang dieses Jahres überlegt, beim Neujahrsempfang, ob ich komme, gab es eine Einladung, ging wegen der Wahlkämpfe nicht. Ich bedauere im Nachhinein sehr, weil ich dann unseren Freund Hans-Heinrich Sander noch getroffen hätte. Aber jetzt bin ich heute umso lieber hier bei Ihnen, um vor der parlamentarischen Sommerpause noch einige Gedanken mit Ihnen zu teilen. Und auch ein Stück Rückendeckung zu geben. Nächsten Jahr ist ja auch eine Landtagswahl. Und wissen Sie was? Ich finde, dass in Parlamenten nicht nur die üblichen glatten Figuren sitzen sollen, sondern auch geländegängige, kernige Typen wie der Hermann Gruppe hier. Und deshalb sage ich Ihnen, den Rücken. Ich will beginnen mit einem sicherlich für uns alle doch recht traumatisierenden Ereignis, nämlich dem G20-Gipfel in der vergangenen Woche. Wir hatten die Flüchtlingskrise des Jahres 2015 mit einem nahezu staatlichen Organisationsversagen. Dann gab es die Kölner Silvesternacht, Sie erinnern sich, 2016-2017. Und jetzt der G20-Gipfel. Und immer wieder wird das staatliche Gewaltmonopol hier bei uns in Frage gestellt. Man muss sich danach mit dem Zweifel auseinandersetzen, wer eigentlich bei uns bestimmt, wie unser Zusammenleben ist. Manche haben jetzt im Vorfeld des G20-Gipfels gesagt, wir wollen das durch Krawall so teuer machen, dass solche Treffen nur noch in Diktaturen oder auf Flugzeugträgern stattfinden können. Meine Damen und Herren, man kann über diese Gipfeldiplomatie denken, wie man will. Aber letztlich entscheiden es wir in der Demokratie, was stattfindet und nicht irgendwelche Gewalttäter und Extremisten. Wie auch danach, jetzt bis in diese Tage hinein, so eine Motivforschung gemacht worden ist. Das seien ja keine Linken gewesen, weil Linke sind automatisch friedliebend und da die ja gewalttätig waren, können das nur Kriminelle und keine Linken gewesen sein. Wenn jetzt aus Pegida oder aus Hooligans gegen Salafisten sich irgendein brauner Mob gelöst hätte und in irgendeiner deutschen Großstadt randaliert hätte, Menschen gefährdet hätte, Eigentum beschädigt hätte, da stelle ich mir die Frage, ob man auch gesagt hätte, nein, das sind keine Rechten, das sind nur Kriminelle. Es gibt bei uns eine Verharmlosung auch linker und linksextremer Gewalt. Die haben ja ganz edle Motive. Weil die ganz edle Motive haben, heißt es dann, muss man vielleicht auch ertragen, dass es dann manche Ausschreitungen und manche Grenzüberschreitungen gibt. Meine Damen und Herren, für mich macht es keinen Unterschied, ob ich von einem Stein am Kopf getroffen werde, der von links oder von rechts geworfen wird. Es ist gleichermaßen Gewalt und Gewalt darf kein Mittel politischer Auseinandersetzung in unserem Land sein. Die Fragen werden wir uns jetzt nochmal neu stellen müssen.
Der Rechtsstaat mit seiner liberalen Verfassung, der muss wehrhaft sein gegenüber jeder Bedrohung. Egal, ob sie von rechts, von links kommt oder von religiösen Extremisten, vom Islamismus. Der Rechtsstaat muss auch seine Liberalität verteidigen. Es kann keine falsche Toleranz mit denjenigen geben, die sich auf die Toleranz berufen, um in Wahrheit gegen die Liberalität Front zu machen. In Hamburg und in Berlin sind Biotope entstanden mit der Roten Flora und der Rigaer Straße. Rechtsfreie Räume, wo sich die sogenannten Autonomen treffen. Als ob es irgendjemanden gäbe, der seine eigenen Gesetze macht. Und in diesen blickdichten Parallelwelten werden die Gewaltexzesse unter den Augen des Rechtsstaats vorbereitet. Das können wir nicht mehr tolerieren. Diese rechtsfreien Räume müssen aufgehoben werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich zu jedem Zeitpunkt und an jeder Ecke unseres Landes auf die öffentliche Ordnung verlassen können. Überall. Nagelprobe für SPD, Grüne und Linkspartei, die in Hamburg und in Berlin ja regieren. Die müssen jetzt mal die klare Abgrenzung auch zu dieser Gewalt zeigen, wozu sie ja in den vergangenen Jahren eben nicht fähig gewesen sind. Der G20-Gipfel hat jetzt nicht die Ergebnisse gebracht, die wir uns alle gewünscht hätten, aber immerhin hat es bei Klimaschutz, bei Welthandel, bei der Stabilität des Weltfinanzsystems, der Teilhabe von Frauen, Bildung, vor allen Dingen bei der Hilfe für Afrika Fortschritte gegeben. Man spricht über Hilfe für Afrika. Dringend erforderlich, denn wenn der Wohlstand nicht nach Afrika kommt, kommt Afrika zum Wohlstand. Also muss man über diese Fragen sprechen, immerhin wird da gesprochen. Ich hatte deshalb im Vorfeld kein Verständnis dafür, dass unser amtierender Bundesaußenminister Sigmar Gabriel dazu aufgerufen hat, beim G20-Gipfel Donald Trump von vornherein zu isolieren. Man kann doch keinen Gipfel einberufen, schon mit dem Ziel der Isolation eines einzelnen Teilnehmers. Die Fehler, die bei Putin gemacht worden sind, darf man bei Trump nicht wiederholen, meine Damen und Herren. Und da gibt es Fortschritte. Und hätte es diesen G20-Gipfel nicht gegeben seit der Weltfinanzkrise, müsste man das Format jetzt erfinden. Weil auf die globalen Fragen gibt es eben auch nur globale Antworten. Und wir wissen, die Vereinten Nationen und der Weltsicherheitsrat sind gelähmt. Also muss man andere Möglichkeiten finden, eben wie dieses Gipfeltreffen. Dass ausgerechnet die Globalisierungsgegner dagegen randalieren, das erschließt sich mir übrigens rein logisch schon nicht. Wie will man denn der Globalisierung Regeln geben, wenn man nicht darüber spricht? Wie will man denn überhaupt eine Ordnung schaffen, wenn diejenigen, die eine Ordnung geben können, sich nicht treffen und austauschen? Was überhaupt ist eigentlich deren Alternative? Die sind ja dagegen. Gegen Kapitalismus und Globalisierung. Und da sind sie dagegen. Einverstanden. Es gibt Licht und Schatten bei Globalisierung und Kapitalismus. Zwar muss man sagen, wenn man jetzt so in die Menschheitsgeschichte schaut, es hat keine Phase gegeben, keine andere Phase als die vergangenen 30 Jahre von Globalisierung und Kapitalismus, wo so viele hunderte Millionen Menschen weltweit in Wohlstand aufgestiegen sind, die Säuglingssterblichkeit reduziert worden ist, die Beteiligung von Frauen am Leben verbessert worden ist. Aber sicherlich, Kapitalismus und Globalisierung sind nicht perfekt. Aber immerhin dort das beste System im Vergleich zu denjenigen, die wir sonst historisch und international für einen Vergleich heranziehen können. Der Sozialismus jedenfalls, von dem ja mancher Linke träumt, wie ist dessen historische Bilanz denn? Zuletzt in Venezuela treten Leute an mit edlen Motiven, wollen die Gesellschaft sozialer und gerechter machen. Und nach wenigen Jahren im Amt ist die Bilanz dieser sozialistischen Politik gewesen, Armut, Abschottung und Unterdrückung. Solange es also keine bessere Alternative gibt zu diesem System, sollten wir uns nicht auf die Abschaffung, sondern auf die Verbesserung des Systems konzentrieren. So eine wohlfeile Kritik oft, also jetzt nicht für den Blog,
Blog, weil ich das öffentlich jetzt nicht machen würde, aber dieser Jakob Augstein, kennen Sie den? Ja, der Schwätzer. Sohn von, ja, Sie sagen Schwätzer, jemand, der hunderte Millionen Euro auf dem Konto hat, dann lässt sich ganz leicht linke Politik machen. Aber diejenigen, die im harten Wettbewerb in Handwerk und Mittelstand jeden Tag arbeiten müssen, die werden dann als die angeblich Reichen von solchen Leuten diskreditiert und ins Visier der Umverteilung genommen. Das ist Wohlfeil, das ist sogar mehr als noch heuchlerisch, was man da erlebt. Naja, machen wir uns bitte klar, dass diese Werte unseres Zusammenlebens keine Garantie für die Zukunft haben. Also man hat das in den Vereinigten Staaten ja gesehen mit dem Trump. Man dachte immer, USA, na klar, Marktwirtschaft, Rechtsstaat, Demokratie, das ist reserviert, da gibt es eine Garantie. Gerade in den USA waren die USA das weltweite Leuchtfeuer und dann kam der Trump. Leuchtfeuer USA für Marktwirtschaft, das war mal. Jetzt sind die gegen Freihandel und der Trump erteilt per Twitter die Kommandos, wo die Unternehmen investieren sollen. Das ist keine Marktwirtschaft mehr. Rechtsstaat, wie der unabhängige Richter beschimpft, wenn sie seine Politik nicht gutheißen, ist kein Leuchtfeuer mehr für Rechtsstaatlichkeit. Und auch Demokratie, wenn man das sieht, paktieren mit den Russen, weil es das Trump-Lager offensichtlich, weil es nicht darum geht, im fairen Ideenwettbewerb gewählt zu werden für seine Politik, sondern weil es um die Vernichtung der politischen Gegnerin Hillary Clinton gegangen ist. Die persönliche Vernichtung. Jetzt nach der Wahl von Trump ist das Land auch nicht versöhnt und versammelt hinter den Grundwerten der Demokratie, sondern das geht weiter. Meine Damen und Herren, diese Verrohung und Verprollung der politischen Sitten wollen wir in Deutschland und Europa nicht. Für Liberalität muss man einstehen, diese Werte müssen in jeder Generation neu begründet werden, neu mit Leben gefüllt werden und neu durchgesetzt werden. Es ist nichts, was wir von der Generation Adenauer, Kohl, Scheel, Genscher, Willy Brandt, Helmut Schmidt geerbt hätten, sondern es muss immer neu begründet werden, immer neu politisch auch begründet werden. Das gilt auch für unseren Wohlstand. Es geht ja nicht nur um Werte, es geht auch um Wohlstand. Auch der ist keine Garantie für die Zukunft. Ja, ich weiß, es geht unserem Land hervorragend. Und deshalb ist, wenn man über Wohlstand spricht, man ganz schnell der Spielverderber, wenn man darauf hinweist, dass die gegenwärtige wirtschaftliche Stärke nicht nur etwas mit ihrem Fleiß und Einfallsreichtum zu tun hat, sondern ganz klein wenig auch mit den Drogen, unter denen unser Land steht. Nämlich dem niedrigen Zins, dem niedrigen Außenwert des Euro, den günstigen Rohstoffpreisen, der großartigen Babyboomer-Generation, Jahrgang vor 1965, die alle mit ihren breiten Schultern noch aktiv sind und weil eben das weltwirtschaftliche Umfeld stabil ist, wer weiß, wie lange noch, Trump und Brexit. Das heißt, uns geht es hervorragend, aber es ist keine Garantie für die Zukunft. Die CDU macht jetzt eine Wahlkampagne zur Bundestagswahl, weil wir gut und gerne in Deutschland leben. Stimmt. Aber was tun wir, damit das so bleibt? Schaut man das Wahlprogramm der CDU, das kann man mit zwei Worten zusammenfassen. Das erste Wort ist weiter, das zweite Wort ist so. Weiter so. Wir sind in einer Gegenwart des fundamentalen Wandels, zum Beispiel Digitalisierung, Globalisierung habe ich schon angesprochen, wenn wir in dieser Situation weiter so gut leben wollen wie bisher, werden wir vieles verändern müssen. Die Verteilung des einmal erreichten Wohlstands, das ist nicht das letzte verbliebene politische Problem. Unser Land muss sich wieder die Frage danach stellen, wovon wir morgen leben wollen, wovon die Generation der Enkel übermorgen leben soll, meine Damen und Herren. Wenn wir das so machen, wenn wir das vernachlässigen, dann werden wir in den 20er, 30er Jahren, vielleicht schon vorher,
Zeugen werden, dass andere an uns vorbeiziehen und dass wir nicht mehr in der Lage sind, in einer alternden Gesellschaft auch unseren sozialen Frieden zu erhalten und individuelle Aufstiegschancen zu garantieren. Ich will jetzt fünf kurze Punkte beschreiben, wo wir aus unserer Sicht neu denken müssen, wo wir Dinge neu angehen müssen, um genau das zu leisten, Werte und Wohlstand zu erhalten. Und ja, also Steilvorlage kam ja. Das erste Kapitel ist natürlich die wesentliche Gerechtigkeitsfrage unserer Gesellschaft. Das ist nicht umverteilbar. Die wesentliche Gerechtigkeitsfrage ist Bildung in unserem Land. Also im Fernsehen immer diese Debatten über die Ränder der Gesellschaft, oben, unten, reich, arm und dann klassenkämpferische Rhetorik von Frau Wagenknecht. Der wesentliche Grund sozialer Ungleichheit in Deutschland, auch wachsender sozialer Ungleichheit in Deutschland ist, dass immer noch in jedem Jahr 50.000 junge Menschen die Schulen ohne jeden Abschluss verlassen. Was soll aus denen werden? Die sind das ganze Leben in der Abhängigkeit des Staates, der Caritas, des Mindestlohns, den sie als ungelernte Fachkraft bei Amazon bekommen. Was haben die für Lebensperspektiven? Statt also klassenkämpferischer Rhetorik mit den immer gleichen Argumenten und immer gleichen Forderungen, sollte die Politik sich der Aufgabe stellen, auch diese 50.000 junge Menschen, die über ein Talent, irgendein Talent hat jeder, verfügen, diese 50.000 jungen Menschen so zu stärken, dass sie durch gute Bildung ihr Leben selbstbestimmt führen können. Das ist die wesentliche Gerechtigkeitsfrage, die in unserem Land notorisch zu kurz kommt. Hatten aber nichts zu tun mit Abitur für alle. Ja, ich sage das ja mal bewusst an einer berufsbildenden Schule, es hat nichts damit zu tun. Abitur für alle ist kein sinnvolles gesellschaftspolitisches Ziel. Aber unsere Gesellschaft neigt zu dieser Überakademisierung. In Baden-Württemberg, grün-schwarz, ist das Ziel, dass in jedem Altersjahrgang 60% der Menschen einen Studienabschluss erzielen sollen. Und nicht mehr nur Abitur, sondern 60% sollen Akademiker werden. Das kann nur gelingen, wenn man die besten Talente für eine Ausbildung und eine Karriere im Handwerk absahmt für ein Studium und wenn man zugleich die Qualitätsanforderungen des Studiums senkt. Dadurch wird Deutschland nicht besser. Kurze Anekdote, mein Freund Cem Özdemir, das ist ja eine Frage auch der Haltung, wie gehen wir auf die berufliche Bildung zu? Mein Freund Cem Özdemir, meine Güte, ist jetzt gar nicht spöttisch, ist ein guter Mann, guter Grüner, kein repräsentativer Grüner. Özdemir hat neulich ein Radiointerview gegeben und da sagte er folgendes morgens, Deutschlandfunk, können Sie noch online verfügen? Da sagt er, ja, wenn meine Eltern mich nicht so gut gefördert hätten, dann wäre ich nicht Spitzenkandidat der Grünen für die Bundestagswahl geworden, sondern nur Kfz-Mechaniker. Nur Kfz-Mechaniker. Mal ganz abgesehen davon, dass wir Familie Özdemir dankbar sein müssen für diesen Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit. Denn ich wollte den Cem an meine Bremse nicht lassen. Ja? Aber... Und jetzt auch nicht der Rede wert, dass das seit Jahr und Tag Kfz-Mechatroniker heißt und ein hoch herausforderndes Berufsbild ist, sehr viel IT, auch das mal beiseite gelassen. Wenn sozusagen gescheiterte Biografie nicht ist, grüner Spitzenkandidat zu sein, sondern gescheiterte Biografie ist, einen handwerklichen Beruf auszuüben, dann haben wir ein Problem in Deutschland. Denn was macht denn unser Mittelstand stark? Das ist doch das Band zwischen dem Ingenieur auf der einen Seite und den Facharbeiterinnen und Facharbeitern auf der anderen Seite. Das Band zwischen dem Ingenieur mit seinem Patent und den exzellenten Fähigkeiten der Facharbeiterinnen und Facharbeitern aus dem Patent ein großartiges Produkt zu machen. Und wer einer der beiden Seiten im Respekt vergaß, hat nicht verstanden, warum es da unten ist. Inklusion muss ich gar nicht ansprechen. Das ist ja nur ein Beispiel, Inklusion. Ein Beispiel.
Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Selbstverständlich ist das ein großes humanitäres Ziel. Menschen mit Behinderungen Teilhabe in unserer Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft zu eröffnen. Ja, aber selbstverständlich, stellt doch keiner in Frage. Aber bei uns in Nordrhein-Westfalen haben die Grünen aus der guten Idee der Inklusion eine Ideologie gemacht. Weil ohne Qualitätsvorgaben viel zu schnell in allen Regelschulen plötzlich behinderte Kinder und Jugendliche aufgetreten sind. Da gab es dann Berichte von der Diakonie Michaelshofen, von den Betreuern dort, die in Grundschulen kamen und die dann behinderte kleine Jungs im Rollstuhl auf dem Flur angetroffen haben, um die sich keiner gekümmert hat, weil die Betreuer nicht zur Verfügung gestanden haben. Und das hat Qualität gekostet für die Schwächsten der Gesellschaft, aber natürlich auch Qualität für die Schülerinnen und Schüler im Regelunterricht, die ja auch einen Anspruch auf Förderung haben. Und deshalb haben wir in Nordrhein-Westfalen in der Tat diese Politik korrigiert. Es werden keine weiteren Förderschulen geschlossen, denn es wird auch weiter Kinder und Jugendliche geben, wo die Förderschule die beste Adresse ist, um ihnen gerecht zu werden. Das kann man nicht. Wir haben noch was gemacht. In Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt ein Schulfach Wirtschaft. Das gab es zuvor schon mal an den Realschulen bis 2010. Beim Modellprojekt. Und dann kam eine grüne Schulministerin und die hat gesagt, das schaffen wir sofort ab. Es war zwar tolle Rückmeldungen von den Schülern und den Eltern, den Lehrern und den Ausbildungsbetrieben. Das fanden die alle super. Aber es ist abgeschafft worden. Begründung: Die Schule ist kein Zulieferbetrieb für die Wirtschaft. Also, aber ökonomischer Analphabetismus ist ein Bildungsziel. Kann das sinnvoll sein? Natürlich ist die Schule kein Zulieferbetrieb für die Wirtschaft, aber die Schule ist ein Zulieferbetrieb für das Leben. Und zum Leben gehört die Wirtschaft dazu. Und deshalb müssen junge Menschen doch wissen, was sie als Wähler tun, wenn sie eine Partei wählen, weil sie wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen. Als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sie ihre Rechte kennen. Vielleicht wird mancher auch motiviert, eine Existenzgründung anzustreben als berufliche Perspektive. Und wenn ein junger Mensch die Schule verlässt, dann kann er doch nicht einfach nur ein Gedicht in zwei Sprachen interpretieren können. Der muss doch auch wissen, was sie oder er tut, wenn man den ersten Arbeits- oder Mietvertrag unterschreibt. Wir müssen merken, das ist für uns die wichtigste gesellschaftspolitische Aufgabe und deshalb müssen wir die auch mit entsprechender finanzieller Feuerkraft ausstatten. Sind wir ehrlich, die Finanzierung des Bildungssystems auf kommunaler, auf Ländern, auf Bundesebene ist im internationalen Vergleich nicht angemessen. Jetzt diskutieren alle Parteien darüber, bis 2025 sollen wir bei den Rüstungsausgaben auf 2% unserer Wirtschaftsleistung kommen. Das sind pro Jahr 30 Milliarden Euro mehr für Rüstung. Ich bin Reserveoffizier, natürlich müssen die Streitkräfte besser ausgestattet werden als jetzt. Aber 30 Milliarden Euro mehr pro Jahr. 2% vom portugiesischen von der portugiesischen Wirtschaftsleistung ist anders als 2% von der deutschen Wirtschaftsleistung. Das ist in der Summe zu viel. Und deshalb sollten wir nicht eine Debatte über die Ziffer 2% Rüstung 2025 führen, sondern ich wünsche mir eine Debatte darüber, wie Deutschland bei den Bildungsinvestitionen bis Mitte des nächsten Jahrzehnts wieder ganz vorne im Vergleich der entwickelten Wirtschaftsnationen mitsteht. Das Thema, das ich ansprechen will, haben Sie mir schon vorweggenommen, lieber Herr Mann. Das ist in der Tat Barbara Henriks gewesen, aber als ein Syndrom. Ein Syndrom. Kommen gleich auf andere Syndrome zurück. Die hat ja diese Bauernregeln gemacht. Das muss man sich vorstellen. Das ist ein Wirtschaftszweig, der in Deutschland, naja, also fast 10% der Beschäftigten sind im Weiteren damit, haben damit zu tun. Das ist übrigens Landwirtschaft, der Bereich, der, das habe ich selber schon gesagt, von allen Branchen am stärksten digitalisiert ist. Also auch enorm fortschrittlich. Wir können froh und dankbar sein, dass wir so eine gut entwickelte Landwirtschaft haben, die so hohe Erträge erzielt. Mit dieser großstädtischen Wohlfühlideologie, dem Träumen der bäuerlichen Idylle der 50er Jahre,
könnten wir die Versorgung in unserem Land nicht sichern, die Qualität nicht sichern und übrigens wären auch die Anforderungen des Tierschutzes mit den Methoden der 50er Jahre nicht mehr zu erreichen. Und deshalb muss die Träumerei aufhören. Wir brauchen ein realistisches, respektvolles Bild von Landwirtschaft, auch in den Großstädten. Wir wollen das alles veröffentlichen. Ist es schon eine mittlere Unverschämtheit, dass mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eine diskriminierende Kampagne gegen eine einzige Berufsgruppe, einen einzigen Wirtschaftszweig gefahren wird. Und zu Recht haben sich die Landwirte dagegen gewehrt. Und auch das Bild vom ländlichen Raum, das da gezeichnet wird, hat ja mit der Realität überhaupt gar nichts mehr zu tun. So träumerisch alles. So, das ist jetzt aber das Syndrom für das, was ich beschreiben will, nämlich einen Staat, der mit scheinbar edlen Motiven überall hin eilt, alle retten will, allen helfen will. Und ganz oft das Gegenteil von dem erreicht, was eigentlich gewünscht und notwendig ist. Mir schreiben jetzt jeden Tag Menschen, ungefähr vor 6, sehr geehrter Herr Lindner, bitte helfen Sie mir, denn Frau Nahles will mir helfen. Wer ist das? Das sind zum Beispiel solche IT-Freiberufler, die einen Schreibtisch in einem Unternehmen haben, 8 Monate dort ein Projekt machen, einbezogen sind in die betrieblichen Abläufe. Nach den 8 Monaten gehen die raus, nach Hause, haben dann nicht sofort ein anderes Projekt, sondern machen ein neues Software-Zertifikat oder geben sich purer Lebensfreude mit der Familie hin und einige Monate später kommen sie dann zum nächsten Projekt. Die werden von Frau Nahles jetzt zu Scheinselbstständigen erklärt. Und für die wird jetzt die Verheißung ausgelobt, Urlaubsanträge stellen zu dürfen. Oder an der Stecknummer morgens vorbeizugehen. Das wollen die aber nicht. Die lieben ihr selbstbestimmtes Arbeiten. Die betrachten sich auch nicht als prekär. Das sind zum Teil exzellent ausgebildete, gut verdienende Fachkräfte, die aber eben auch in der persönlichen Lebensführung so schöpferisch flexibel sein wollen, wie sie das im Kopf für ihre Kunden auch sind. Und denen eilt Frau Nahles jetzt mit dem Gesetz zur Hilfe. Meine Damen und Herren, das zeigt eins, unser Land ist viel flexibler und individueller geworden. Die Lebenssituationen regional, aber auch individuell unterscheiden sich. Und deshalb muss der Staat neu denken. Nicht die Bürger sollten sich dem Staat anpassen müssen. Unser Staat muss sich den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger anpassen. Der Ich glaube, dass der Bürokratismus heute eine der größten Gefahren für Freiheit und Wohlstand ist. Ja, aus edlen Motiven, aber in Wahrheit eine harte Freiheitseinschränkung, auch eine Einschränkung, sich flexibel anzupassen. Nimm nur ein einziges Beispiel mal, Renteneintritt. Wir brauchen doch kein fixes Renteneintrittsalter mehr. Ist doch ganz unterschiedlich. Mancher kann mit 62 nicht mehr oder will mit 62 nicht mehr und kann sich es erlauben, auch mit Abschlägen rauszugehen. Vielleicht die Ehefrau und das Haupteinkommen im Haushalt ist die Versorgung des Mannes. Sie sagt ja, okay, du gehst in den Ruhestand, dann gehe ich früher, weil zusammen reicht, ich gehe. Und jemand anders sagt mit 67, um Gottes Willen, ja, ich will doch nicht jetzt komplett zu Hause sein, sondern ich will noch etwas arbeiten. Wolfgang Schäuble, sieht man ja. Ja, eigentlich gar nicht so wirklich, sondern da sieht man ja, dass man auch mit über 70 doch die Geschicke einer ganzen Volkswirtschaft als Finanzminister leisten kann. Soll man dann sagen, jemand anderes ist mit 65, brauchen wir nicht mehr. Die Wahrheit ist doch, wir brauchen die Älteren mit ihrer Erfahrung und mit ihren Kenntnissen. In einer alternden Gesellschaft mit der drohenden Fachkräftemangel können wir es uns nicht erlauben, die Leute mit 63 exzellent qualifizierte Menschen nach Hause zu schicken. Die Rente mit 63 war doch eine Respektlosigkeit in Wahrheit. Eine Stilllegungsprämie für die Qualifiziertesten, die wir in der Mitte der Gesellschaft haben. Und deshalb wünschen wir uns einen flexiblen Renteneintritt. Wenn jemand früher geht, soll er das dürfen, hat er eine geringere Rente. Wenn jemand länger bleibt, hat er eine höhere Rente. Wir brauchen ein Rentensystem, das nicht prämiert, wenn Leute früher gehen, sondern dass Anerkennung zollt, wenn jemand seine Fähigkeiten länger in den Dienst der Gesellschaft stellt. Da soll er auch individuell von profitieren. So, drittes Thema, das ich ansprechen will. Tja, das ist hier im ländlichen Raum. Ich komme übrigens auch aus dem ländlichen Raum. Also dann kenne ich die Probleme, ich komme
aus dem Bergischen Land, also Solingen-Remscheid, die Ecke da, also es ist nordöstlich von Köln, so zwischen Rheinland und Sauerland, das heißt, also im Bergischen Land verbinden wir die rheinische Beständigkeit mit der sauerländischen Fröhlichkeit. Best aus beiden Welten sozusagen. Naja, jedenfalls war ich in einem Betrieb dort und traf den Geschäftsführer und er sagte, Herr Lindner, Sie werden es nicht glauben, wir haben eine Dependance in Rumänien und in Rumänien haben die einen besseren Breitbandzugang als wir hier im Bergischen Land. Die mittlere Anschlussgeschwindigkeit in Rumänien ist überall höher als in Deutschland. Nur 40% der Haushalte haben Glasfaseranschluss und deshalb ist Panik ausgebrochen in Schweden. Wir haben 2% Anschluss ans Glasfasernetz bei den Haushalten. Und warum führe ich das aus? Weil es nicht darum geht, zu Hause Netflix zu schauen, amerikanische Serien, sondern es geht um individualisierte Telemedizin im ländlichen Raum. Frage der gesundheitlichen Versorgung. Es geht um neue Cloud- und Streaming-Dienstleistungen. Es geht um das autonome Fahren, das Mobilfunk der fünften Generation und damit aber eben auch Antennen, die am Glasfasernetz hängen, voraussetzt. Dort, wo man über diese Möglichkeiten nicht verfügt, muss man sich keine Sorgen machen, welche großen Umwälzungen die Digitalisierung bringt. Weil man nämlich an ihr gar nicht stattfinden kann. Statt teilnehmen kann. Man ist komplett abgemeldet. Und deshalb ist die Breitbandversorgung in der Infrastruktur sogar noch wichtiger als die Bekämpfung von Staus und Schlaglöchern. Funklöcher und Kupfer sind für unsere Zukunft, also Kupferkabel sind für unsere Zukunft gefährlicher als Staus und Schlaglöcher. Wir müssen Tempo in der Frage aufnehmen. Diese Leitfragen offensichtlich. Es ist enorm gefährlich, deshalb muss was passieren. Mein Vorschlag ist, Post- und Telekom-Aktien sollte der Staat verkaufen und die Milliarden, die er erhält, investieren in einen Masterplan Glasfaserausbau im ländlichen Raum. Also Aktien verkaufen, nicht in die klebrigen Finger von Frau Nahles, sondern, bleibt immer was hängen, sondern direkt 1:1 überführen in einen Ausbau, damit wir Anfang des nächsten Jahrzehnts keinen Fadenriss im ländlichen Raum bekommen. Jetzt muss ich ehrlich sagen, wir werden dafür kritisiert für die Forderung. Manche sagen, die FDP würde da auch sozusagen aus Oppositionsmotiven heraus das Land schlechter reden, als es sagt. Und gut, glaube ich nicht, aber ich will Ihnen die Meinung der Regierung da nicht vorenthalten, von Herrn Dobrindt. Und warum haben Sie da jetzt schon gedacht? Ich habe nur den Namen gehört. Funktioniert das bei anderen Namen auch? Mars? Ja. Okay, Gabriel? Ja. Okay, also Dobrindt und ich, wir waren eingeladen bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsrats der CDU. Also ich war eingeladen, weil die mal einen Marktwirtschaftler treffen wollten. Und wir saßen zusammen auf dem Podium und ich habe das hier auch so vorgetragen. Wie ich das dort gemacht habe. Und dann sagte Dobrindt zu mir, ja Mensch, also Christian, da erzählt, wir kennen uns doch gut, was soll denn das, ist doch Unfug, du redest das Land schlecht. Dann wandte er sich ans Publikum und sagte, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt sage ich mal, wie es wirklich ist. Deutschland steht beim Breitbandausbau im europäischen Vergleich auf Platz 9 und wir tun alles in unserer Macht Stehende, um zum Ende des Jahrzehnts auf Platz 7 vorzurücken. Meine Damen und Herren, wenn eine Regierung sich mit einem Platz 9 oder einem Platz 7 bei überhaupt irgendetwas für unser Land zufrieden gibt, dann dokumentiert das die Notwendigkeit eines Regierungs- und Politikwechsels, meine Damen und Herren. Vorletzter Punkt, den ich ansprechen will, ist eine Gerechtigkeitsfrage. Das ist ja der Wahlkampf von Martin Schulz, Gerechtigkeit, und ich glaube auch, Gerechtigkeit ist ein großes, wichtiges Thema bei uns. Und ich bin in Sorgen. Nicht wegen der Ungleichverteilung der Einkommen in unserem Land. Ist gar nicht so krass. Und erst recht, wenn man jetzt sich die Nettogehälter ansieht, also nachdem der Staat umverteilt hat, ist die Entwicklung bei uns nicht besorgniserregend. Also nicht bei uns, aber auch nicht im Vergleich mit anderen Gesellschaften, dann erst recht nicht.
Problem ist die Bildung, siehe oben, aber es gibt ein zweites Problem. Und da ist wirklich Ungerechtigkeit. Zu beobachten, auch Wachsende, das ist die Vermögensverteilung. Bei der Vermögensverteilung ist, sag ich mal, die Analyse der politischen Linken nicht von der Hand zu weisen. Die Schere geht auseinander. Der Grund dafür ist der niedrige Zins. Durch den niedrigen Zins treten die Menschen auf der Stelle, die auf dem Sparbuch sparen oder eine Staatsanleihe haben. Bei denen passiert nichts. Wer aber ein Haus oder eine Wohnung hat, der profitiert von dem niedrigen Zins, weil durch den niedrigen Zins steigen die Preise für solche Vermögensgegenstände. Das nennt man Vermögenspreisinflation. Und das treibt die Schere der Gesellschaft auseinander. Und zwar enorm. Die einen treten auf der Stelle und die anderen, die 50, knapp 50%, die ein Haus haben, die gewinnen hinzu. Und dadurch geht die Schere auseinander. In Ballungsgebieten hauptsächlich? Ja, in Ballungsgebieten hauptsächlich. Dort, wo die Bevölkerungsdichte zurückgeht, können Immobilienpreise auch sinken, das ist wahr. Aber wenn man die Mehrzahl, ich glaube, bei Ihnen ja nicht, wir haben ja eben gehört. Ne? Ja. Hier kannst du ja verkaufen. Ja, ja, so. Aber, ne? Aber hier hat jemand vielleicht ein Gemälde oder ein altes Auto. Ja, trifft Porsche Dieseltraktor. Also, was ist dieser Effekt, der in Deutschland zutrifft? Das ist ein enormes Problem. Übrigens auch ein Problem, dass nur die Hälfte der Deutschen im Eigentum wohnt. In Belgien sind es 78%, in Italien über 90%. Das ist ein enormes Problem. Gerade jetzt wieder in den Ballungsräumen. Durch die Mietpreisbremse werden immer mehr Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewidmet. Und durch die Mietpreisbremse wird auch weniger gebaut, als eigentlich erforderlich ist. Beides treibt die Preise, die Mieten der jetzt noch verfügbaren Wohnungen. Dann haben wir Steuern und Sozialabgaben, die den Menschen nicht erlauben, Ende 30, Anfang 40 genug Eigenkapital zu haben, um eine Hypothek aufzunehmen. Die zahlen eine Mittelschichtsfamilie 60% direkte, indirekte Steuern und Sozialabgaben. Die haben mit 40 nicht das Geld zusammen für Grunderwerbsteuer, Notar und Makler und das Eigenkapital, das die Bank fordert, bevor es eine Hypothek gibt. Das kriegen die nicht zusammengespart. Die bleiben also in der Mietwohnung sitzen. Und dann sinkt aufgrund der Alterung der Gesellschaft das Rentenniveau. Merken Sie was? Durch diese Politik im Zusammenwirken, die Politik treibt die Mietpreise, insbesondere in den Ballungsräumen. Die Menschen haben immer höhere Hürden zu überwinden, um an Eigentum zu kommen. Und das Rentenniveau sinkt. Im Zusammenwirken dieser drei politisch gemachten Faktoren wird bei uns systematisch Altersarmut in der Generation unter 50 programmiert. Und deshalb müssen wir aus diesem Teufelskreis ausbrechen. Und können Sie jetzt für alle drei Punkte machen, will ich nicht. Ich will mich nur auf einen Punkt in dem Zusammenhang konzentrieren. Wie schließen wir die Vermögensverteilungsschere? Altes Denken, Martin Schulz. Wir nehmen es den Reichen, den Geißens weg und geben es dem Staat. Ganz altes Modell. Das hat man zuletzt beobachtet bei François Hollande in Frankreich. Der hat das genauso machen wollen. Erinnern Sie sich? Ja, so ist er ins Amt gekommen, wir müssen jetzt die Steuern erhöhen. Er hat die Steuern erhöht, am Ende seiner Amtszeit lag die französische Wirtschaft in Trümmern und Gérard Depardieu war Russe geworden. Also, Til Schweiger soll Deutscher bleiben dürfen. Ja, also, die Politik hat sich nicht bewährt, sollten wir nicht importieren. Ich schlage ein anderes Denken vor. Statt den einen was wegzunehmen und wir haben dann im Zweifel nur unsere mittelständischen Familien- und Handwerksbetriebe geschwächt, wie wäre es denn, wir würden einfach andersrum den Menschen, die was mit Fleiß und Sparsamkeit und Risikofreude erreichen, das Leben leichter machen. Also sprich, sorgen wir doch dafür, dass in der Mitte der Gesellschaft der Staat nicht alles wegnimmt. Also schaffen wir die Stromsteuer ab, die belastet auch die Rentnerin und den BAföG-Empfänger. Schaffen wir den Solidaritätszuschlag ab, nämlich wenn 2021... der Aufbau Ost ausfinanziert. Alle Welt hat versprochen, alle Parteien dann verzichten auf den Solidaritätszuschlag. Man kann sich es jetzt leisten, also darf man nicht bis in die 20er Jahre warten, wie die CDU das jetzt uns vorschlägt.
Ich sehe da hinten ein skeptisches Gesicht, Ihnen will ich sagen. 145 Milliarden Euro wird der Staat im Jahr 2021 mehr einnehmen als im vergangenen Jahr. 145 Milliarden Euro mehr als im vergangenen Jahr. Und jetzt sagt Wolfgang Schäuble, ja, mehr als 15 Milliarden Euro Entlastung sind nicht drin. Alles andere ist schon verplant. Das heißt also, 130 Milliarden Euro, die Sie noch nicht verdient, versteuert haben, die sind schon vom Staat verplant auf sich der nächsten 4 Jahre. Wo ist das Geld hin? Man hat das Gefühl, der Steuerregen ist der einzige Niederschlag, der bereits verdunstet ist, bevor er den Erdboden hat. Jetzt aber meine Kernforderung, die ich ansprechen will. Die Kernforderung ist Grunderwerbsteuer. Die ist ja überall erhöht worden. Und die erhöhte Grunderwerbsteuer, sorry, in Hannover, im Villenviertel, die Leute zahlen aus der Portokasse die erhöhte Grunderwerbsteuer. Das ist ja für die Leute kein Problem. Aber für die normal verdienende Familie, für eine normale Wohnung, ist die Grunderwerbsteuer eine Hürde, weil sie 6, 7, 8 Monate lang nur für die Grunderwerbsteuer arbeiten müssen, wenn es überhaupt reicht. Und deshalb ist unser Vorschlag, führen wir doch einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer ein, 250.000 Euro steuerfrei pro Person, wenn du zur Eigennutzung eine Immobilie kaufst, die du danach noch jahrzehntelang abzahlen musst. Das wird den Menschen das Leben leichter machen und würde für unser Land eine Perspektive eröffnen, nichts wie in der DDR Volkseigentum, sondern ein Volk von Eigentümern. Letzter Punkt muss ich ganz kurz machen, mit Blick auf die Uhr. Immer mehr Gesetze gibt es. Aus scheinbaren Sicherheitsgründen werden Gesetze gemacht, die oft dann von Gerichten wieder für nichtig erklärt werden. Kommt ja, ne? Zuletzt Vorratsdatenspeicherung brauchen wir dringend aus kriminalitätspräventiven Gründen. Was passiert? Gerichte sagen, können wir nicht machen, verfassungswidrig. Das schafft nicht Sicherheit, sondern Verunsicherung. Das Letzte, was jetzt kam, ist, der Staatstrojaner, haben Sie vielleicht verfolgt, ne? Dass jetzt Hintertürchen bei WhatsApp reingebaut werden. WhatsApp kennen Sie, ne? Wenn Sie sich fragen, warum Sie von Ihren Kindern und Enkeln keine SMS mehr bekommen, WhatsApp, ja, da soll jetzt ein Hintertürchen eingebaut werden, damit man mitlesen kann, den Nachrichtenaustausch von Terroristen. Ja, auf WhatsApp, ja. Meine Damen und Herren, weil der Staat bedient sich krimineller, um die Verschlüsselung zu umgehen und glaubt, dass er dann mithört bei organisierter Kriminalität und Terroristen. Die sind dort dann längst weg. Sobald die wissen, dass das nicht mehr eine sichere Form der Kommunikation ist, gehen die woanders, den Notfalls machen die wieder tote Briefkästen oder geben Rauchzeichen. Ja, aber hat man wirklich nur noch diejenigen dort am Ding festgemacht, die den Intelligenztest nicht bestanden haben. Aber wir bleiben übrig. Wir, die wir das im Alltag nutzen, bleiben übrig mit den Hintertürchen da drin, wo dann Industriespionage erleichtert werden kann. Oder wo irgendwelche Kriminelle Zugriff auf ihre Nachrichten bekommen und die gegen sie verwenden können. Weil sie zum Beispiel ja, mit einer Frau Nachrichten austauschen, aber ihre Frau das nicht erfahren soll. Ja, also... Ich weiß, das kommt im praktischen Leben nicht vor, aber fragen Sie mal Horst Seehofer. Es hat Phasen in seinem Leben gegeben, da hätte er sich nicht gewünscht, dass seine Frau seine kompletten Nachrichten mitlesen. Nein, ich will damit Folgendes hinaus. Wenn du nicht sicher sein kannst, dass das Private privat bleibt, dann werden die Menschen ihr Verhalten ändern. Im persönlichsten Bereich werden die Menschen ihr Verhalten ändern, wenn sie sich nicht sicher sein können, dass es auch wirklich vertraulich bleibt. Denn das Private und das Öffentliche fällt nur in totalitären Gesellschaften zusammen. Eine liberale Gesellschaft ist dadurch geprägt, dass wir selbst entscheiden, was andere von uns wissen dürfen und was wir für uns behalten möchten. Das würden wir uns nicht mehr. Zumal so Typen wie der Amri auch auf der geltenden Rechtslage hätten festgesetzt werden können. Sie wissen hier, der Attentäter von Berlin,
der war den Behörden bekannt und die Behörden haben nicht zusammengearbeitet. Da hätte man nicht ein einziges Gesetz ändern müssen und die hätten vernünftig zusammenarbeiten müssen. Jetzt komme ich auch zu dem Punkt, wo ich meine, wir brauchen mehr Gesetze. Wir brauchen mehr Gesetze. Wir brauchen tatsächlich an ein paar Stellen mehr Gesetze. Haben Sie in Erinnerung, was der Macron gemacht hat, nachdem der Trump das Klimaschutzabkommen von Paris gekündigt hat? Der hat als französischer Staatspräsident ein Video in englischer Sprache aufgenommen. Und wenn die Franzosen Englisch sprechen, nicht wegen der Sprachkenntnisse, sondern aus Stolz, ne? Der nimmt als französischer Staatspräsident ein Video in englischer Sprache auf und sagt, ihr großartigen Talente der Welt, wenn ihr an den modernsten Energietechnologien forscht und in den USA nicht mehr willkommen seid, dann kommt nach Frankreich und macht es bei uns. Warum kann Deutschland nicht mal so schnell und so cool sein? Warum? Wir können kein Englisch. Ja, es könnte ein Grund sein, wir können kein Englisch. Wir hätten ja noch nicht einmal ein Einwanderungsgesetz, mit dem das möglich wäre, dass die Leute zu uns kommen. Und deshalb müssen wir das auch mal sehen. Dass man Ordnung schafft, klar unterscheidet zwischen Flüchtlingen, die auf Zeit bleiben und dann in die alte Heimat zurückkehren müssen, wenn die wieder befriedet ist, und Menschen, die auf Dauer bleiben können, die wir uns aber aussuchen können müssen und wo wir auch Anforderungen stellen dürfen. Lassen wir uns nicht einreden von der Linken, dass es wir, die aufnehmende Gesellschaft, sein, die integrieren müsste. Integration, das ist zunächst einmal unsere Erwartung gegenüber denjenigen, die zu uns kommen. Ja. Also Einwanderungsgesetz. Um das alles, um unseren Weg ins nächste Jahrzehnt jetzt bei der Bundestagwahl, und wissen Sie was, ich bin zunehmend optimistisch, was diese Wahl angeht. Und wir sind sehr überzeugt von unseren politischen Antworten. Was jetzt unsere eigene Rolle angeht, haben wir ein bisschen Selbstironie und Demut gelernt in unserem parlamentarischen Bildungsurlaub. Wir es nicht auf Dauer fortsetzen wollen. Wir fühlen uns jetzt qualifizierter, auch wieder mitzureden. Nein, die letzten beiden Wahlen motivieren uns natürlich, meine Damen und Herren. Und damit meine ich jetzt nicht Kiel und Düsseldorf, sondern ich meine insbesondere eigentlich die letzten drei Wahlen inzwischen, nämlich Niederlande, Großbritannien und Frankreich. Im Jahr 2016, da sind noch Wahlen und Abstimmungen gewonnen worden, denken Sie an Trump und Brexit, mit dem Appell an Hass, an Angst und an Abschottung. Und da haben wir doch befürchtet für Deutschland, dass auch bei uns so eine rechtspopulistische, eine autoritäre Sturmflut uns bevorstehen könnte in der Politik. Und dann kamen aber die Niederlande, wo sich ein liberaler Regierungschef gegen diesen Wilders hat durchsetzen können. Und Macron in Frankreich. Und Brexiters von UKIP, die sind aus dem politischen System des Vereinigten Königreichs bei der Unterhauswahl ausgespült worden. Und die Strategie des harten Brexit von Frau May hat eben keine Unterstützung in der Weise gefunden, wie sie sich selbst das ausgerechnet hatte. Das heißt, in diesem Jahr sind Wahlen gewonnen worden, mit dem Mut zur Veränderung, mit dem Bekenntnis zu Europa und dem Appell an Weltoffenheit und Liberalität. Und das ist ein Zeichen der Hoffnung auch für unsere Bundestagswahl im September, meine Damen und Herren. Ja, Herr Lindner, der Innenminister Pistorius in Niedersachsen hat als eine der Konsequenzen nach den Hamburger Krawallen und Erfahrungen gesagt, das Vermummungsverbot müsse gelockert werden. Was meinen Sie dazu? Ich halte das für die falsche Konsequenz aus den Ereignissen in Hamburg. Wir haben dort nahezu bürgerkriegsähnliche Zustände gesehen. Demonstration, selbstverständlich, gehört zu unserer Demokratie. Aber wer Randale machen will, der kann sich doch nicht auch der strafrechtlichen Verfolgung dadurch entziehen, dass er sich nicht identifizierbar macht. Das halte ich für den ganz falschen Weg.
Sie fahren jetzt nach Göttingen. Dort gibt es auch eine Szene, eine sehr radikale, gewaltbereite Szene, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Hamburg war. Was ist Ihre Botschaft an diese Szene? Keine Toleranz gegenüber denjenigen, die unsere Demokratie und unsere politische Kultur zerstören wollen. Man kann über alles diskutieren. Man kann auch politisch ganz andere Antworten befürworten als beispielsweise ich. Aber die Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung müssen wir ablehnen, gerade auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Weimarer Republik. Europäische Linksextremistendatei, was sagen Sie? Wir brauchen eine Datei. Ich hätte gedacht, dass wir längst einen Austausch über Gefährder in Europa haben. Auch bei AMRI hätte es geholfen, wenn es dort einen Austausch zwischen den Behörden gegeben hätte. In Europa übrigens auch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Und neben dieser Datei halte ich es auch für nötig, dass man die rechtsfreien Räume wie Rote Flora oder Rigaer Straße schließt. Das sind Biotope, in denen Gewaltexzesse vorbereitet werden, wo mit solchen Gewalttätern sympathisiert wird. Und Datenspeicherung, denken Sie jetzt anders darüber? Nein, Datenspeicherung von unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern brauchen wir nicht. Danke. Ich muss los, leider. Tschüss.